kommt gar keine Zwischensequenz. Hallo und willkommen zu einer nächsten Folge von Sniper Elite 4. Hallo. Müssen wir mit ihm reden? Gute Arbeit mit den Partisanen, Karl. Das OSS ist sehr zufrieden. Damit und mit Sizilien. Hab gehört, Operation Husky lief ziemlich gut für euch. Außerdem soll Eisenhower große Pläne haben. Eine Festlandinvasion. Ike hat immer große Pläne, Karl. Wichtig ist, das war ein Stich ins Wespennest. Die Sache kommt ins Rollen. Welche Sache? Von Ihrem Informanten? Dorfmann. Nein, diesmal nicht. Das ist direkt von den Jungs der Luftraumüberwachung. Es gibt eine Werft. Hier unten, an der Küste. Die Deutschen verschiffen dort was. Eine Idee, was das vielleicht sein könnte? Strenge Sicherheitsvorkehrungen scheint also verdammt wertvoll zu sein. Und da komme ich ins Spiel, hm? Richtig erkannt, mein Freund. Wir brauchen Details. Was es ist und wo sie es hinbringen. Und dann was? Klingt nach einer groß angelegten Operation der Deutschen. Dank Husky sind Bomber in der Region unterwegs. Also, wenn sie dann fertig sind mit dem, was sie da... Wieso geben sie unseren Jungs nicht ein Zeichen? Karl, das tötet Menschen! Was bedrückt sie denn? Ein Mann namens La Terza, der Hafenmeister. Ein Freund von Ihnen? Ich kenne niemanden, der so durch und durch verdorben ist. Außer Böhm natürlich, diesen Mistkerl. Also kein Freund. Er ist ein Verräter. Er hat viele unserer Leute in den Tod geschickt. Man sollte an ihm ein Exempel statuieren. Ach ja. Ah, diese Gespräche, die sind so erleuchtend. Ja, die sind so richtig mit Elan und, ja. Oh, ein neuer. Weiß der Engel, wie schlimm es ist? Sie führt uns an. Sie hat andere Sorgen. Ohne sie sind wir gar nichts. Hab das Gefühl, sie zweifelt an sich. Sie ist bei uns, seit Böhms Leute ihren Vater geholt haben. Er war ein außergewöhnlicher Mann. Er wirft einen langen Schatten, ich weiß. Sie ist ihm eine würdige Nachfolgerin. Wenn ihr das nur klar wäre. Also holten ihn Böhms Leute? Man fand nie eine Leiche. Muss schwer für sie sein. Nicht nur das, Karl. Das OSS wusste von seiner Entführung. Aber er war nicht von strategischem Wert. Also wurde nichts unternommen. Gar nichts. Das sitzt bei mir ein bisschen in der Luft, aber egal. Guter Reden. Beeindruckende Klinge. Sie gehörte meinem Vater. Gehörte? Böhms Männer holten ihn mitten in der Nacht. Und seitdem nichts. Kein Wort. Tut mir leid. Wie sagte einst ein Dichter, eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Mein Vater war dieser Funke. Darum ist man ihm gefolgt. Die Partisanen? Das wusste ich nicht. Er war mein Vater und ihr Anführer. Das sind große Fußstapfen. Ja, richtig. Aber solange es keine Leiche gibt, habe ich Hoffnung. Die Hoffnung hält uns am Leben. Freuen Sie sich über Ihren kleinen Sieg am Viadukt? Genau wie Sie es wollten. Dafür danke ich Ihnen, Lieutenant. Aber die Partisanen hängen an einem seidenen Faden. Wir brauchen Munition, Treibstoff, Medizin. Heilige Madonna, vor allem Medizin. Typhus? Er grassiert in Alagra. Auch ein paar unserer Leute zeigen schon erste Symptome. Wir wissen, dass die Nazis einen Impfstoff über die Werft transportieren. Wenn sie herausfinden, wo er lagert. Ich gebe mir Mühe.
Oh, die Synchro ist so scheiße schlecht und fucking fast bei Holy Moly. Ja. Ah, okay, hier geht es dann weiter zur Mission. Ja. So, aber wie viele Missionsdinge haben wir denn jetzt? Ah ja, gut. Oh, nur zwei optionale. Ah, okay, krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Töte den Korrupten. Ja, dann würde ich sagen, erst den Hafenmeister, oder? Was, wo sind wir denn eigentlich? Ach, da oben ist dann der Anfang, wo der Pfeil ist, ne? Genau. Das ist eine kleine Karte, oder? Ganz schön klein, ja. Was willst du zuerst machen? Hafenmeister finden. Also runtergehen zum Suchscheinwerfer deaktivieren, oder wie? Ja. Und dann so gesagt runterarbeiten, also von Suchscheinwerfer deaktivieren, Hafenmeister, Suchscheinwerfer deaktivieren, Waffe zerstören, Lieferung finden, Waffen zerstören, Suchscheinwerfer deaktivieren, Gebiet durchsuchen und Informationen. Ja, genau, so könnte man das machen. Da ist das letzte auch noch eine Hauptmission und dann... Genau, dann... Gut, ja. Ja, gut, dann los geht's. Kannst du es eigentlich auch starten oder kann nur ich Gespräche starten, Mission starten? Ich glaube nur du. Ah, okay. Ja, da ist ja gleich ein Gegner. Nice, nice, nice. Sind da noch mehr? Da unten ist noch einer, warte kurz. Ich sehe ihn nicht. So, schauen wir mal, ob da wieder Geräusche sind auf der Karte. Ich wüsste jetzt nicht durch was. Schauen wir mal. Ah, da kann man was sprengen. Bestimmt Geräusche. Weil den könnte ich eigentlich mit der Pistole rausnehmen, jetzt eigentlich, oder? Ja, mach. Ich warte nur, bis er irgendwie. Was? Ah, da kommt ein Auto dahergefahren. Was, das haben die da unten nicht gehört? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Ah, da ist was zum Aufsammeln. Ja, ich tu mal aus dem Licht heraus. Oh! Boah, jetzt hätte ich ihn fast drüber geworfen. Da war doch ein Geräusch. Ein Geräusch! Das hört er wieder. Ja, wenn ich auf ihn zulaufe, ja, natürlich. Achso, du bist gesprintet, okay. Ja, ganz kurz, weil ich wusste jetzt nicht, ob er sich da. Weil der dreht sich irgendwie immer um, egal ob ich hinschleiche oder hinrenne. Das ist irgendwie immer. Wir müssen nach rechts, nicht nach links, weil du nach links guckst. Ja, ich markiere sie trotzdem, wenn ich mal da bin. Da steht noch ein Achter, also. Und da ist auch noch einer. Genau, dann den hier noch. So. Aber noch sind sie echt gar nicht aufgeschreckt. Also bis jetzt haben wir es wirklich. Ja, was ist jetzt von zwei Gegner? Ganz, ganz still und heimlich. Oh yeah. Wenn wir den da hinten mit rausnehmen? Und den da irgendwie? Ja. Den da hinten, der wäre nice. Ruhig. Ich kann hier überall irgendwie Sprengstoff platzieren, ich weiß auch nicht warum. Ja, wenn man doch passe. Dass er sich genau jetzt wieder umdrehen musste, sag. Was hätten sie das irgendwie reinprogrammiert? So ab so ein Meter, dass er sich immer umdrehen. So, hä, was war das? Oder? Ich bin jetzt echt geschlichen, ich bin nicht gesprintet oder sowas. Das ist irgendwie. Und er hat irgendwie gerade die Waffe weg, hat er gerade nach hinten geschaut und zack, umgedreht. Ja, das ganze Sprengstoffzeug, das ist ja... Hä, warum kommen die ganzen Leute hier runter? Hä, was ist denn das jetzt? Hä, wo kommen die denn her? Ach lol. What? Ach, die kommen von diesem unteren Lager, ist hochgelaufen. Ja. Wie es ausschaut, haben wir halt jetzt keine Geräusche mehr, aber es ist Nacht.
oder? So kann man das zusammenfassen. Stimmt, wir haben bis jetzt keine Geräusche, ja, stimmt. Und jetzt habe ich die Munition nicht gekauft, ja, das ist immer super. Was, die muss man noch nicht extra. Der hat noch immer dabei. Echt? Ah ja, Tatsache. Gut, dass du es gesagt hast, ich habe gleich mal ändern. Da hat jetzt einer direkt zu mir kommen, aber ich weiß halt nicht, ob der das andere das dann hört. Da oben. Wenn ich den unten messe, ob der das oben hört, was meinst du? Warte, ich könnte auf den oberen schießen. Ja, warte kurz. Oder ist das... Ah, jetzt nicht, weil jetzt sieht er mich gleich. Lol, da ist ein Loch im Zaun. Der geht da durch. Ja. Das ist gut. Oh ah, Mann. Warte, der kommt zu mir, den könnte ich ja vielleicht sogar. Das hat er jetzt nicht gehört, oder was? Was denn? Ah, jetzt. Komm zu mir. Wieso ist denn der da hinten jetzt alarmiert? Keine Ahnung. Wenn der oben sich umdrehen würde, könnte ich mir den rausnehmen, aber... Ich schau mal, vielleicht kriege ich den hier oben. Nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. Ah, so ist es also auch. Dieser Kreis unten, ne, in der Minimap. Ja. Der wird auch größer, wenn du ins Licht gehst. Also das ist wirklich dieser Bereich, wo sie dich sehen, glaube ich. Ja. Weil wenn ich ins Licht gehe, wird er größer. Wenn ich aus dem Licht rausgehe, wird er kleiner. Okay, Moment. Sehr interessant. Ah, ja. Das ist natürlich... Ja, okay, krass. Hey, da ist auch wieder noch einer. Wollen wir jetzt eigentlich da Sprengstoff hinhauen, wo das ist? Weil ich hole nimmer den oben raus. Was ist denn das eigentlich? Ist das dann... Der Bunker einfach, oder? Hey, diesmal hat er sich nicht umgedreht. Hey, was ist jetzt passiert? Ah, ich kann da auch Sprengstoff an so einen Panzer dran haben. Gut, muss reichen. Ich glaube, ich lasse ihn hier oben liegen, weil der liegt eigentlich ganz gut. Ja. Also der oben ist weg. Der macht uns keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, sind das Nebenmissionen oder sowas? Die zu sprengen? Oder kann es sein, dass dann vielleicht, wenn wir abhauen wollen, dass es dann Probleme gibt und die dann irgendwie in den Panzer reinhoppen, der Bunker darum. Aber ich habe halt irgendwie keinen Bock, jetzt die Rucksackladung. Hä? Ach lol, was? Nee, das ist ein Stand, die hat mich beinahe gesehen. Oh, das ist ein Schieß... Lol, ich stand doch direkt davor vorhin. Da sitzt einer drin. Ja. Mit einem MG? Ich hab da mal was. Soll ich einen Time hinzufügen oder? Nee. Oh shit. Ich hab's auch mal markiert. Okay, der eine geht weg. Jetzt mal Glück sagt, vielleicht reicht es ja jetzt einfach die Rucksackladung mal dran zu poppen. Ja, ja, ich hab mal dran. Wenn man aktiv fährt, ja, kann man drauf schießen, oder? Ja. Komm, jetzt. Komm, oh, der läuft doch rein. Nein. Ah, scheiße. Weil das scheiß Schleichen zu langsam ist. Aber was vielleicht? Ah ne, der eine wird mich sehen. Ah. Ich komme mit. Ne, ich kann nicht reingehen, weil der eine steht da, der lehnt sich so gegen die Säule, der darf mich sofort sehen. Aber der andere ist jetzt weg, den da... Ja, gut. Also den einen da, der da rumlehnt, könnte ich mit der Pistole rausnehmen. Und wenn den anderen kannst du mit der Pistole rausnehmen, oder? Ja, obwohl, da sind ja noch... Nee, vergiss es. Da sind zwei noch nicht markiert, zwei Punkte. Oh, jetzt kommt die wieder. Hören. Ich gehe mal hinter den Panzer. Vielleicht habe ich Glück und der geht bei mir vorbei. Dann kann ich den im Nahkampf rausnehmen. Jo. Also gerade geht's gerade richtig gut. Bis jetzt haben wir richtig schleichartig.
Oh, jetzt bewegt sich der andere auch. Oh, ah, und dafür geht der andere woanders hin. Ich finde es cool, dass die nicht immer durchgehend denselben Weg gehen. Das ist interessant. Realistisch, ja. Ah, jetzt bleibt der stehen, aber jetzt geht er da wieder. Ah, da kommt es zu mir. Ich hab. Oh. Wie sich Sonne. So, mein Freund. Pass auf, dass sich der andere jetzt nicht. Naja, gut. Ach so. Ja, gut. So. Direkt vor dem Gittertor da oder durch den Bunker. Ah, der oben, der geht jetzt. Ah ja, okay. Der geht jetzt gleich wieder die Treppe runter. Und dann kann ich mir den strangulieren hier. Ey, der ist oben, der sieht gleich die Leiche. Nee, der geht die Treppe runter gleich. Sicher? Ja. Der wird gleich die Treppe runtergehen und dann. Da ist die Treppe? Ja, da ist eine Treppe. Da ist er vorhin auch schon runtergekommen. Ah ne, der dreht um, okay. Ich wart drin auf ihn. Achso, bist du drin oder was? Ja, der wird gleich bei mir vorbeigehen wahrscheinlich. Ja, wenn er bei dir ist, dann machst du ihn und wenn ich schneller bin, dann mal schauen. Ich schleich nur langsam hinterher. Weil wenn du wirklich nur schleichst, dann drehen sie sich nicht um. Moment. Siehst du? Jetzt? Nee, ich meine ja, wenn sie irgendwo stehen bleiben, ein bisschen rumgucken und sowas. Und dann drehen sie sich immer so komisch um, finde ich. Ein Offizier. Nee, ich habe mich das irgendwie so angewöhnt, immer beim letzten Meter zu sprinten und da drehen sie sich natürlich dann um, ne? Nee, gut, das ist, ja. Ja, das habe ich immer gemacht, weil das Schleichen, das dauert ewig, bis du hinter dem bist. Und meistens musst du halt ein bisschen schneller gehen. Oh, da ist ein Offizier, das müssen wir uns merken. Hä, wo ist der? Ach so, jetzt ist der. Oh, da hockt einer. Ja, den wollte ich auch gerade markieren. Der sieht mich, das ist. Ah, der. Ach, shit. Der hockt, der ist ein bisschen kacke. Nicht da. Nee, das sieht der. Ja, das sieht er. Ist not good. Aber ich könnte. Wow. Wenn ich da ein könnte, ist es vielleicht mit einem Stein oder sowas halt. Geh ich einfach mal außen rum, schau mal, ob ich ihn erwisch. Oh, das kann ich den Offizier so gut ausschalten, das ist der wieder da. Ja, den anderen, wenn er wieder hier ist, dann kann ich den rausnehmen eigentlich. Bis jetzt keinen einzigen Sniper-Schuss abgegeben. Ja, aber dafür auch kein einziger Alarm. Also du einmal, glaube ich. Aber es war... Immer zu Alarm. Ja, also nicht direkt Deckung aufgenommen, sondern dieses gelbe Symbol. Also dass die mal... und dann die Waffe in die Hand genommen haben. Ja, gut. Ist ja nicht schlimm, das haben wir ja gesagt, dass es bei dem Spiel überhaupt nicht schlimm ist. Aber jetzt kommt gerade der Offizier, das ist nicht so geil. Der wird es sehen. Der wird es sehen. Können auch auf ihn schießen, wenn es ist. Oh. Ich hab zu lautlos. Ich hab aus Versehen auf den Tank geschossen. Ah. Ja, halt auf! What the fuck? Kann man aus Versehen auf einen Tank schießen? Ja, weil er sich hingekniet hat. Und es war auf Tankhöhe und dann habe ich auf diesen scheiß Tank geschossen. Kann man hier hochklettern einfach? Ja. Mehr nicht. Tja, dann eben nicht. Nö. Oh. Ja, es war jetzt blöd.
Weil ich wollte ihn gerade rausnehmen, genau. In dem Moment kam der andere vom Truck hinterher. Und dann hat der andere sich aber auch umgedreht, weil er sich gegen den blöden, weil er sich dagegen lehnen wollte. Oh, hier wären. Hä? Oh, ich glaube, ich bin draufgeblieben. Da geht der Strom aus. Kann entweder übertönen oder Strom aus. Scheiße. Nee, sabotieren, glaube ich, oder so. Ja, zwei Sachen. Entweder sabotieren, dann geht der Strom aus. So, bei sabotieren, ich dachte, wenn jemand den wieder aktivieren möchte, dann macht's. Genau, und dann, wenn du übertönen machst, dann macht's einfach. Aber das war jetzt gar nicht mehr so schlimm, dass da was explodiert ist, ne? Weil wir eigentlich schon alles aufgeräumt hatten. Was ist denn jetzt eigentlich die nächste Mission? Einen Hafenmeister finden, ne? Ja. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Rechts noch. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Die sind drinnen. Normalerweise. Perfekt. Hä? Der da unten hat es gesehen? Ehrlich? What the heck? Der da unten? Ehrlich jetzt? Boah, das ist echt krass. Also du musst wirklich achten, dass keiner nur in diese Richtung blickt, ne? Ja. Wenn ich den jetzt ausschalte. Geht's da links auch lang? Oh, boah, das hat keiner gehört. Krass. Bin überrascht. Ist das hier irgendwie ein Safe oder was? Schon. Theoretisch, was passiert, wenn man das Licht ausschaltet? Reagieren die da? Dreh dich um. Nicht hierher kommen. Bleib stehen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Schauen wir mal, ob er mir vorbeigeht. Alles klar, er geht nicht vorbei. Tötet den korrupten Hafenmeister. Kann ich hier reingehen? Nein. Hi, Bro. Ja, du weißt schon, dass hier theoretisch jemand sein soll zum Können. Zu Forest. Ah, Mann. Oder warte. Schau mal, wir sind bei The Forest. Fast. So, wo ist denn der Hafenmeister? Oh, Scharfschütze. Irgendwo ist ein Scharfschütze. Ich habe dieses Geräusch, also diese Warnung bekommen, dass ein Scharfschütze. Ah, ich sehe ihn sogar. Oh, ja. Hinten bei dem komischen Tankturm da. Ja. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber, lol, ne? Wir sind im Gebäude, es ist dunkel. Ja, ja. Kein Licht mehr, boah, okay, das Licht. Aber. Ja, aber dass er dann direkt dahin guckt. Das ist schon hart. Und wir könnten ja alles möglich sein, als würde er erkennen, dass wir irgendwelche Gegner sind oder so. Hallo. Ja, sorry, ich hab auch einen Moment drauf gedrückt. Huch, ich hab dich hingehen gehört. Was mache ich damit? Ach, da ist noch einer.
Schon, geh schön vorbei. Ach, Scheiße. Also die Kakadu. Von hier könnte ich gut den Scharfschützen raushauen. Oh, weißt du, das Pfeifen, das hört der am anderen Gebäude. Ist klar, oder? Er sieht sich der Scharfschütze. Ne. Scheiße. Auf jeden Fall. Schnell bevor die anderen kommen. Boah, ich überlege echt gerade, ob ich den Scharfschützen rausnehmen soll. Nee, das ist zu laut. Wie denn willst du das machen? Mit der Pistole oder was? Ne, mit dem Gewehr. Ja, obwohl die zwei da vorne könnten es. Ja, aber das Schallgedämpfte, das funktioniert eigentlich doch ganz gut eigentlich, oder? Ja, was gehen die jetzt so ab? Gute Frage. Hast du gepfiffen oder? Einmal, ja, aber das ist schon ewig hier. Alter. Ist nicht so weit weg, jetzt kann ich echt auf den Sniper schießen. Kommst du da drin zurecht oder soll ich da lieber mal kommen? Jetzt ja, ja. Okay. Ach, shit. Ja, Deckung aufgeflogen. Wir können neu laden. Ja, die haben irgendeine Leiche gesehen, keine Ahnung welche. Ich habe eigentlich alle weggeräumt gehabt. Durch ein Fenster irgendwo. Warte, ich komme lieber zu dir mal ein bisschen. Können wir das vielleicht zusammen lösen, das Problem hier? Jetzt die Leiche da hinten. Ach, die haben sie echt gesehen jetzt noch. Oder wenn ich den dann dahinter tue, oder vielleicht sehen sie den da nicht. Oh, Gottes Willen. Kann ich die Tür zumachen? Scheiße. Leute, wieso stimmen die jetzt nach oben? Ich weiß es nicht. Das haben sie ja vorhin auch schon gemacht. Passt perfekt. Ja, dann hab ich. Oh, danke dir. Weiß nicht, warum die noch oben. Dieses Pfeifen, das ist so übertrieben, ey. Das darfst, Steine werfen voll. Das darfst du nicht benutzen, also echt. Ich glaube, das ist voll übertrieben. Da ist einer, der so, oh, so im Umkreis von, sagen wir mal, 5 Metern bei dir ist. Du pfeifst und der 500 Meter von dir. Hä? Und dann plötzlich kommt die halbe Mannschaft daher. So, schauen wir mal, ob das jemand mitbekommt. Ich hab gespeichert davor. Krass. Gar nicht. Nö, anscheinend. Nee, ich glaube, das mit Schalldämpfer, das kann man, glaube ich, sogar öfters hernehmen, als man denkt. Scheint wirklich leise zu sein. Warte, kann der Kreis? Warte, wenn ich jetzt Munition ändere, ändert sich der? Haben wir den jetzt eigentlich gefunden, den Hafenmeister? Ah ne, da töte den korrupten Hafenmeister. Achso, da können wir den Scheinwerfer zuerst machen. Hallo. Okay, ich finde es ein bisschen blöd, weil du wirst gelb angezeigt und das Ziel auch gelb. Das wollte ich gerade auf dich schießen. Okay. Ah, da geht's nach oben. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den Scheinwerfer. Ja, da bin ich schon oben. Bist du schon? Achso, du bist schon oben. Einmal dagegen treten, das ganze Ding fällt auseinander.
Ja, das habe ich mir vorhin auch schon viele. Da ist einer, da ist einer. Ja. Na gut, ich kann jetzt nicht wechseln. Oder? Ja. Jo. Ja, prinzipiell kannst du die wechseln, wenn keiner hinguckt, ne? Theoretisch sollte funktionieren. Das heißt, wenn ich den Laterzer töte und du den davor, müsste funktionieren. Die anderen zwei kriegen das ja eigentlich nicht mit. So, was mal ausprobieren. Speicher mal, dann probieren wir es mal aus. Ich kann gerade nicht speichern. Achso, ja, dann probieren wir es einfach aus. Was? Naja, gut, wir probieren es aus. Ja. Ja? Drei? Bist du soweit? Ja, also drei, ich ziehe jetzt schon hin. 2, 1. Oh fuck, ich kann nicht schießen. Das ist irgendwie übelst kacke. Habe ich jetzt geschossen oder nicht? Lol. Gut. Ja, genau. Lol, und jetzt kriegt der andere jetzt mit. Ach, da war noch einer. Ja, aber wie hat er das denn jetzt gesehen oder gehört oder? Das weiß ich nicht. Wo ist denn der andere jetzt? Hinter den Kisten. Ah, lol. Da steht einer. Achso, lol, ist nicht zu zweit. Na, du siehst die Leiche nicht. Lass dir das mal noch mal durch den Kopf gehen, ob du die Leiche gesehen hast oder nicht. So. Achso, und den hast du rausgenommen. Perfekt. Hä, wie bist denn da du so schnell hingekommen? Ach, jetzt sind alle in diesem Gebäude markiert. Die links alle in den Gebäude sind alarmiert, ja, ne? Links, die sind alle in Alarmbereitschaft. Ach, das ist doch so kacke in dem Spiel gemacht, ehrlich. Gut, dann kommen wir zu mir. Da ist ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ja, man muss sagen, das Snipen macht irgendwie schon Bock im Spiel. Ja, das stimmt. Also mit dieser Killcam und sowas. Ja, aber was halt nervig ist, dass die dann irgendwie so direkt, also zum Beispiel jetzt, das war so, warum hat er das mitbekommen? Warum? Ne? Es gibt keinen Sinn. Oh. Scheiße. Aber, Alter. Schade, ich habe nur eine getroffen. Denk aber ich finde es eigentlich lustig, dass es ein tödlicher Schuss ist. Ja, eigentlich schon, ja. Also, es tut bestimmt nicht gut, aber... Naja. Ja, der ist überlebt, oder was? Lol. Lol, bei mir ist es gerade voll verbuggt, Spielverkehrt gewesen. Kann er nicht töten. Wir sind gerade voll im Licht hier, das ist nicht gut. Not gut. Ah! Entschuldigung, falsche Waffe. Ups, ich das noch einmal. Ups. So. Was? Na, wo ist er denn? Ich verstehe das gerade nicht. Wo ist der denn? Ja, nein. Leg dich hin, leg dich hin. Oh, Gott sei Dank, danke. Bitteschön.
Ja, sag mal, wenn man sich mit dem Spiel auseinandersetzt und weiß, wie das so funktioniert, dann ja. Ja. Geht das schon ganz ruckzuck. Und weg. Kann man das Ding springen? Weg! Weg! Ja, schon unterwegs. Ich habe den Leuchtturm ausgeschossen, siehst du das? Ja. Ich wollte nur gucken, ob das geht. Also man kann den Leuchtturm erschießen. Ausschießen. Ja, da ist ein Boot wieder unterwegs. Oh, krass. Aber keine Nebenmission, oder? Die Boote. Nee. Lagerhaus untersuchen, das machen wir doch mal. Die Karte ist doch eigentlich nicht so klein, eigentlich, wenn man es genau sagt. Nee, es geht. Es ist, sag mal, verwinkelt, aber sehr viele Gegner. Wenn ich so nach vorne schaue, ja, doch. Wenige sind nicht da. Ja, was wir schon alles gekillt haben, das war ja in der ersten Mission eigentlich schon. Lol, beim Leuchtturm waren. Ach, da ist ein Adler, glaube ich. Sehe ich gerade. Beim Leuchtturm. Ja, dann hau ich mal was hier. Dafür meine Unterschallmunition verwenden, ist schon fast traurig, aber naja. Ich kann auch schießen, wenn du möchtest. Hab schon. Ey, wieso kam da jetzt keine. Ding? Was? Keine Zettel. Oder oben ist einer. Ja, haben wir schon markiert. Boah, das sind zwei. Okay, die gehen beide weg. Ich überlege gerade, ob ich den Typen da beim Leuchtturm raus. Na, scheiß drauf, so. Der stört keinen. Ah, das bist du. Alter, voll erschrocken gerade. Panzer? Hä? Lol. Ach, schade, es ist jetzt nicht der, wo das Ding schon ist. Sollen wir da mal, wenn der dort langfährt, sollen wir da mal irgendeine Mine hinsetzen? Was habe ich eine dabei? Ich habe keine Tellermine. Hast du eine Tellermine dabei? Du würdest, TNT könnte man machen. Verzögert. Dann man halt. Nee, ich hab keine. Blöd. Vielleicht findet man noch eine. Willst du den da rausnehmen, oder? Den rechten. Da kommt man nicht rein, das ist schade. Solange der am Leuchtturm ja kein Scharfschütze ist, macht das ja eigentlich nichts. Ach, ja. Der ist drinnen. Ach, der war gar nicht draußen. Ja, ist sogar gerade geschnallt. So. Muss aufpassen, der dreht sich regelmäßig um. Jetzt in der anderen. Genau, schau raus. Man muss aufpassen, irgendein anderer kommt da auch immer wieder. Was ist denn das? Nichts. Hey, was ist denn? Ach, sabotiert! LOL! Gleich drei Leute erwischt! Multikill habe ich gerade bekommen! LOL! Ja, lustig, ne? Ja, weil du es vorhin sabotiert hast. Oh mein Gott. Ich dachte nur, dass die Leute das dann anlockt. Holy. Blöd gesagt, könnte man jetzt einfach zu jedem fucking Generator gehen, sabotieren und einfach hoffen, dass irgendein Zack das dann. Alter, aber das ist ja eh. Lol, Alter, wo waren denn? Da haben wir eigentlich alles ausgelöscht gehabt, oder? Ja. Da unten sind auf einmal ganz viele Gegner auf einmal aufgetaucht. Ja, weil die anscheinend irgendeine Leiche gefunden haben. Ja, geh da rum. Soll ich den jetzt killen? Ja, da rechts ist aber immer einer, denk dran. Echt? Ist da was? Ja, da drin ist immer einer. Der sitzt dort. Lol, das sieht dich doch. Ja, jetzt sieht er mich. Nein, ich hab daneben! Danke dir.
Warte, der andere kommt gleich rein, den mache ich Nahkampf. Jetzt geht er zum Fenster, ist das denn scheiß Ernst? What? Deckung aufgeflogen. Ich wollte ihn gerade Nahkampf machen. Warum stand es auch direkt vom Fenster? Holy moly. Ja, ich wollte ihn eigentlich reindrücken und dann hat das Spiel so scheiß rumgebackert. Ihr habt doch gesagt, den kann ich Nahkampf nehmen. Aber egal, jetzt passt perfekt, weil dann gehe ich schnell zurück, dann sieht der eine mich nicht. Ja, jetzt sieht er mich nicht. Schauen, wo der hingeht. Was macht der? Bleib. Ich hab da was. Okay. Genau, die unten hören das. Guck mal, die unten sind alle alarmiert, die kommen jetzt alle hoch. Moment. Safe, Alter. Klar. Holy shit. Oh scheiße, ich bin am Arsch. Vielleicht schaffe ich es noch rechtzeitig. Die kommen hinten alle hoch. What? Lol, die stürmen uns gerade. Warte, kommt da hoch! Ja, die stürmen uns gerade. Wir müssen die abhauen irgendwie. Hierher. Holy shit, alles gelb hier. Alter, dass hier so viele Leute sind. What? Oh Gott, da drüben. Ja, ich hab's gesehen. Oh Gott. Wow, irgendjemand zieht es. Oh, das war knapp. Oh Gott, hinter uns. Victor? Nein! Leute, hier rein, das ist ja unmöglich. Okay, es ist vorbei. Deckung aufgeflogen. Alter, was ist denn das jetzt? Holy shit. Alter, manchmal überlege ich echt, ob Schießen What? Vielleicht sogar. Was? Kannst du nicht nochmal irgendeine andere Steiche? Lol, rot, was? Lol. Oh, Gottes Willen. Ah ja, passt. Also hier drin die... Wow, schnell weg hier. Müssen wir da rein unbedingt? Wir müssen halt irgendwas durchsuchen. Ja, gehen wir mal unten rein vielleicht. Vielleicht ist es besser, weil irgendwie kommen wir oben nicht durch, wenn der eine da hockt, ohne Alarm auszuschlagen. Oder warte, wenn wir den einen herlocken? Ja gut, aber dann werden auch wieder alle alarmiert werden, oder? Warte kurz. Wo bist denn du? Geh... Lol, da ist ein Motor. Ja, ich habe mal sabotiert. Guck, die alle mit Fragezeichen. Warum rennen die jetzt hier rein und suchen nach uns? Wäre es, wenn wir erstmal rausgehen und von draußen so viel wie möglich wegsnippen? Ja. Wäre fast klüger, oder? Weil wir finden die ganze Zeit die scheiß Leiche. Oh shit. Oh shit. Ach, da kommen wir schon. Wir schneiden uns damit. Achtung, die kommen. Wir schneiden. Ich habe jetzt echt gedacht, die laufen hier hinter. Nein, ja, What? Natürlich. Scheiße. Wer ist das? Ja, klar. Lol. Warum laufen die jetzt dahinter? Hä? Willst du mich verarschen? Ja, lad halt neu. Dann müssen wir die... Jetzt sind sie einfach runter... Ja. Ja, die laufen auch. Das wird schon so programmiert sein, dass sie zu uns laufen. Vorhin... Hä, lol, warum sieht ihr mich jetzt sofort? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich möchte wissen, ob Schießen leiser ist als Messern. Aber die sind jetzt auch alle mehr, ne?
Ja, die sind alle alarmiert. Aber trotzdem könnten wir jetzt rausrennen. Oder wollen wir nicht die hier alle töten? Wir müssen hier was durchsuchen, das ist hier doch irgendwo. Warte kurz. Boah, falsche Waffe. Wow, fuck, hat's mich gerade gerissen. Übel. In den Popo. Ja, aber die sind mir gerade. Lol, bist du entdeckt worden? Ja. Oh, jetzt habe ich da unten alles so schön gekillt. Warum gehst du da rein? Ja, ich habe versucht, das irgendwie zu finden, das scheiß Ding. Draußen, die müssen wir alle schnell killen. Das hilft nix. Da kümmere ich mich um die zwei Herren. Lol, jetzt sind sie nicht gelb, die ganzen Leute hier drin. Ja, weil wir nichts gemacht unten, haben. Nur die. Doch, ich habe jetzt die zwei Leute gekillt hier oben. Hä? Sollen wir die unten killen jetzt? Ja, ja. Ich würde alle killen. Oh, scheiße. Was war denn das? Oh! Ah, das haben wir auch noch gar nicht gehabt, ne? Passt. Soll ich gleich speichern? Ja, speichern mal. Weiß gerade, so weit waren wir irgendwie noch lange nicht. Die Dinge können wir bestimmt anzünden. Das ist bestimmt so ein Sammelding. Sag ich. Na gut. Was ist das für eine Einheit? Jäger. Wenn ich da jetzt wieder einen Stein hinwerfe, da reagiert wieder jeder, oder? Salah. Lass dich bitte jetzt nicht sehen. Scheiße. Ah, bewegt er seinen Kackkopf, ehrlich? Nein, bleib da. Hey, der war doch rot angezeigt. Also, das ist nicht irgendwie immer tödlich, oder? Auch wenn es rot angezeigt wird. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ah! Oh Mann, jetzt haben wir auf den gleichen wieder geschossen. Ach so! Muni-Verschwendung! Also irgendwie, das ist ziemlich brutal, aber irgendwie finde ich geil. Das könnte ich die ganze Zeit machen. Was sagt das für mich aus? Nix, dass du ein normaler Mensch bist, sollte ich sagen. Okay.
Schau hoch. Oh, ich muss aufpassen, dann bin ich auf dem Schuss. Deutsche Waffenkammer entdeckt. Achso, das ist das Ding. Ah, ich bin drin. Achso, doch. Drin. Ich, ja. Achso, das warst du, okay. Ich bin gerade so bei so ein paar Orten vorbei, so, hä? So, durchsuchen wir das mal. Mehr werde ich hier nicht finden. Oh, hier können wir uns. Oh, ich habe eine Mine. Yay. Ich leg mal eine Mine für den Panzer, okay? Jo. What? Ah, das habe ich auch Organpfänder bekommen. So, das habe ich auch mal alles, jedes Organ mal erwischt. So, was muss man denn jetzt machen? Finde heraus, was die Deutschen da transportieren. Ich warte erstmal, bis der Panzer vorbeifährt. Ich glaube, dass du den Panzer auch so ausschalten könntest, wenn du an einer bestimmten Stelle hinschießt, ne? Hm. Also, wo war es früher zumindest? Okay. Tellermine muss es sein, oder? Ja, hast du eine gefunden? Ja, ja, ich habe eine. Perfekt. Oh, jetzt ist da noch ein Soldat. Egal. Reicht eine oder soll ich zwei? Mach noch zwei. In your face, bitch. So, Panzer ist gleich weg. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich weiter, oder? Den Panzer zerstören. Ach, da oben ist ja noch ein Panzer. Vielleicht hätte ich doch nicht zwei machen sollen. Mal schauen. Ich habe leider keine Tellermine gefunden, ne? Alles gut. Ich habe noch eine. Na, okay. Ja, eine sollte reichen. Huch, was war das? Der Panzer. Hast du das gehört? Denke, ich hab jetzt merkwürdig. Alles, was muss man hier machen? Ja, das hat keiner gehört, ne? Nee, nee. So, wo bin ich denn hier? Warte, ich speichere mal. Einer der im Schatten. Die Warterei bringt mich um. Oh, da oben ist eine Falle. Da könnte man mal runterschießen, wenn der Typ nochmal vorbeiläuft. Wenn ich da oben das Licht zerstöre, da reagieren die auch sensibel drauf, oder? Keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren. So. Oh mein Gott, das Licht ist weg! Die Amis sind da! Ja. Boah, jetzt guckt er eigentlich gerade nee, weg. Komm. Geh halt doch nochmal drunter, ich möchte drauf schießen. Boah, der guckt gerade weg. Oh. Ach, wieso haben die das mitbekommen? Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie geschrien. Oh, meine Leber! Hätte ich sowieso nicht, ja. Ich hab extra aufs Herz gezielt, ne? Extra aufs Herz gezielt. Hey, wieso sind denn nur ins Fragezeichen? Alles klar. Jo. Lol. Ja, sollen wir die einfach wieder alle nach und nach wechseln? Naja, gut, ich gehe mal ein bisschen zurück, weil hier gerade alles so. Oh, steht der gerade drunter? Das ist mir gerade nicht angezeigt. Ach, scheiße, wir probieren mal. Gottes. So ein richtiger Alarm gibt's eigentlich nicht, ne? Nee. Irgendwie so, die sehen zwar ganz halt die Leichen und sowas, aber passieren tut nichts. Nö, nee, die werden einfach nur. Ja, bis halt die Deckung aufgeflogen ist. Sowas gibt's dann schon noch. Ja, aber nicht so, nicht so. Vorsicht, Verstärkung oder sowas. Nee, gar nicht. Oh, ist das jetzt One-Shot, wenn ich mit der Pistole da.
Na, jetzt guckt der andere her. Ach! Dass die sich mir so gegenseitig beschützen müssen, verdammte Axt. Was würdest du das extra machen? Mein Offizier. Bleib da! Wow! Komm her. Oh Gott, da ist irgendwo ein Panzer. Wow, der Panzer fährt direkt bei uns vorbei. Aber das können wir uns merken, dann lege ich da die Tellermine hin. Alter! Was? Die ist irgendwie im Helm stecken geblieben bei mir. zwei leise Schuss habe ich noch. Ach, dreht der hier um? Alter! Hinten auf den Tank kannst du schießen bei dem Panzer. Dann geht er kaputt. Echt? Ja. Habe ich gerade gesehen. Das ist ein Punk. Ah ja, genau, ja. Come to me. Ich könnte TNT hinlegen. Wenn er da mal hin und her fährt. Aber das TNT kann man das Fernsehen? Schauen wir mal. So. Ja, der liegt da gut für mich. Aber brauchen wir das jetzt unbedingt? Ich hätte ja noch eine Tellermine, ne? So. Dann legt die Tellermine neben das C4, dann ist doppelte Durchschlagskraft. Perfekt. So. Gut, das Problem löst sich von alleine. Sie haben sich auch wieder beruhigt, die alle. Also die Pistole ist doch relativ effektiv, sag ich mal. Also wenn man den Kopf erwischt. Du siehst, dass da welche gerade kommen. Ja. Der geht hoch. Darf nur nicht den Helm erwischen. Ja, wenn der andere vorbeigeht, könnte man den eigentlich... Ah, jetzt kommt der andere, warte kurz. Ah, scheiße. Hat er dich gesehen? Nee, mich nicht. Warum hat er dann ein Fragezeichen? Ach, der sieht die Leiche. Ach, verdammte Angst. Oh. Oi. Der Offizier ist da. Nicht herschauen. Ich hab uns gerade. Oh, shit. Lalalala. Nein! Nein! Fuck, ich lauf weiter. Lalalala. Ja, das mit dem Licht, du musst viel mit dem Licht arbeiten. Das ist hilfreich. Das ist richtig hilfreich. Weil gerade eben die hätten 4 Meter von denen weg und die haben mich nicht gesehen. Ja, ja, und gerade eben war das. Oh. Gerade eben war das ja auch so, dass die uns gesehen hätten. Aber ich habe das Licht ausgeschossen. Die kommen. Wie die uns verfolgen. Der eine ist weggegangen. Nee, der kommt hoch. Oh. Ja, der Panzer. Oh, gute Ablenkung. Eigentlich können wir weiter rein. Die sind da beschäftigt. Der ist nicht kaputt durch die eine Tellermine. Und was mit dem C4? Gute Frage. Lol. Der ist jetzt irgendwie halt kaputt, glaube ich, aber. Das war's dann auch schon. Ja, aber das regel ich gleich.
Meine Fresse. Was? Hä? Was? Hä? Hä? Sag mal, ist das jetzt ein Bug gewesen? War das jetzt ein Fehler? Ja, aber ich habe ja immer getroffen. Ich auch. What? Was mit der Pistole? Huh. Moment, ich glaube, wir müssen immer noch das, ja, ja, das C4 hinlegen. Achtung, aber die anderen kommen, deswegen, pass auf. Oh. Alle, beruhig dich doch mal, Panzer. Einmal ein bisschen reicht. Ich räume jetzt mal ein bisschen auf, weil die mir ein bisschen auf den Keks gehen. Wie viele Schüsse hast du denn noch als Snippel? Ein. Oh. Ah, also wenn sie keinen Helm mehr aufhaben, kann man die echt auch von Entfernung gut mit der Pistole rausschießen. Leichnam mit Sprengfalle versehen. Oh, lol. Was? Steht da ja. Mehr nicht? Tja, dann eben nicht. Ich glaube, wir müssen aufs Boot, ha? Das Leiche, was braucht man denn dafür? Eine Tellermine. Ach so. Alter, das ist ja voll krass. Krass gemein. Müssen wir mit Nahkampf raus? Ja, den nehme ich mit Nahkampf raus, weil er sich nicht bewegt. Ja! So viel dazu, oder? Fick dich! Bist du aufgeflogen? Ja. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Vor allem dann, immer wenn ich schieße, immer so, Kopf nach rechts, nach unten, nach oben. Boah, wie assi das gerade war. Hier finde ich nichts mehr. Achtung, da kommen welche hinter dir. Was? No, genau, auf den kann ich gerade nicht schießen. Hä? Das ist wieder der Deckung aufgeflogen. Das Deckung heißt, aufgeflogen? Ja, ja, ja. Lad noch ein, neu. Oh, wir sind schon bei einer Stunde. Das können wir ja eh pausieren hier. Weil es gerade irgendwie so kacke schief läuft. Können wir das eh nochmal hier. Oh, ich bin gerade mir nicht sicher. Ist das nochmal der richtige Stand? Oh Gott, so, warte, ich tue gleich mal manuell speichern nochmal. Ich will erstmal keinen Fehler machen. Ja. Warum geht der jetzt schon wieder woanders denn? Ich gehe jetzt hier runter und gönn mir die dann von unten. Jetzt pass auf. Bisschen schneller, wenn es geht. Ein Geräusch. Kopfschuss. Oh Gott. Aber ich bin aufgeflogen. Mann, das war wieder, weil ich eine Millisekunde gesprintet bin. Ich hätte nicht sprinten dürfen, dann hätte es funktioniert. Es funktioniert ganz gut so. Pass auf.
Das ist, weil ich zu gierig bin, so nervös, weil der so langsam schleicht. Ja. Gut, wenn du den anderen rausnimmst, dann auf... Oh, okay, du bist schon relativ flott unterwegs. Ja, jetzt komme ich zum Beispiel nicht hinterher, der ist genauso schnell wie ich im Schleichen. Weil ich darf, wenn ich nur eine Millisekunde sprinte, da dreht sich ein Geräusch. Aber guck, der ist schneller wie ich im Ja, nee, es funktioniert nicht. Und ich glaube, diese mit den komischen Zeichen da, die sind, Was war das? Seht lieber mal nach. Was ist da Die sind gepanzert. Das glaube ich nämlich. Ah, das kann natürlich sein, ja, dass sie mehr Brustschüsse uns aushalten. Ja. Wenn du nicht direkt ins Gesicht schießt, dann. Naja. Aber wir müssen echt die Folge, also wenn wir die drei haben. What? Was hast du denn jetzt geschafft? Lol, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, lol, ich habe auf jemanden geschossen, die Kugel ist vielleicht durch ihn durch und hat es fast. Ich hab doch keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, je nachdem, du musst nur sagen, wann du es aufhören möchtest. Wenn die zwei da tot sind? Wäre ein Alles guter klar. Zeitpunkt. Na, es geht noch nicht um. Boah, hat er jetzt einen Helm auf? Nein, er hat keinen Helm auf. Gut. Wir haben meinen Mann verloren. What? Uff. Das war knapp. So, gut, dann hier in die Ecke und dann erstmal hier pausieren. Oh, Gottes Willen. Oh, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Jo. Tschüss.